Ja, Bauphase 1 war eine kurzfristig schnelle Lösung für uns, dass wir die Kabine der Kampfmannschaft fertig machen können und in Betrieb nehmen können. Bauphase 2 bedeutet jetzt alle restlichen Innenausbauten. Ein Teil davon sehen wir jetzt hier, das wird eine Büroeinheit werden hier mit mehreren Büros. Geht aber dann weiter im drüberen Trakt, den wir uns später anschauen, mit Kabinen neu im Keller unten für Akademiemannschaften und im Erdgeschoss für die Zweiermannschaft. Das ist immer wieder betont, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist für Rapid in die Zukunft, dass wenn alle Mannschaften hier untergebracht sind, wenn die Plätze da fertig sein werden, die Wege sind sehr kurz, Kommunikationswege sind kurz, man kann schneller die Entscheidungen treffen. Und insofern freut es mich sehr, dass wir auch im Zeitplan gut liegen, dass es mit Ende Dezember, Anfang Jänner das Funktionsgebäude dann auch tatsächlich im vollen Umfang dann genutzt werden kann. Also das macht schon wirklich viel Freude und ist schon spannend zu beobachten.